Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Wir befinden uns heute hier mal im Steam Shop. Und zwar hat das folgendes Thema. Viele von euch haben mich in den Kommentaren angeschrieben, ob ich nicht mal The Isle spielen kann. Und was mich bis jetzt davon abgehalten hat, ist... Ich zeige euch mal eben die Gründe am besten. The Isle. Was mich bis jetzt davon abgehalten ist, das hier einmal. Weil viele, die mich schon länger kennen, die wissen genau, was ich von Early Access Spielen halte. Ich bin da damals mit DayZ schon voll auf die Schnauze gefallen und das war ja eines so der ersten Games, die das so richtig abused haben, sage ich mal, dieses Early Access, eben schnell Geld machen und sowas. Und zum anderen das hier. Alle Reviews ausgeglichen, aber, oh, jetzt bin ich auf die Reviews gegangen, das wollte ich nicht, aber es hat sich einiges geändert bei The Isle. Mittlerweile sind die kürzlichen Reviews größtenteils positiv, das heißt, da ist wohl patchmäßig wirklich sind da gute Sachen geschehen. Sieht ja auch cool aus, das Spiel an sich. Aber wie gesagt, das ist Early Access, da bin ich immer sehr, sehr vorsichtig. Und was mich am meisten überzeugt, es jetzt zu holen, ist, dass es runtergesetzt ist um 33%. Das heißt, es kostet nicht 20 Euro, sondern nur noch 13,39 Euro. Und deswegen habe ich mich jetzt letztendlich dazu durchgerungen, dass ich mir das Spiel jetzt mal kaufen werde. Und dann werden wir das gemeinsam anzocken. Und ich hoffe, ich werde nicht enttäuscht. Aber eine gute Sache hat es, falls ich das Spiel nicht länger als 2 Stunden Spiele, kann ich es immer noch umtauschen. Also, mal schauen. Das Spiel ist heruntergeladen und installiert. Und ich bin jetzt hier im Hauptmenü. Einstellung habe ich gerade schon gemacht. Die Störung habe ich mir nicht wirklich angeguckt. Das müssen wir gleich alles zusammen rausfinden. Ich würde sagen, ich klicke jetzt einfach mal auf Spielen. Und dann gucken wir mal, was uns erwartet. Ich weiß auch gar nicht, was das Ziel des Spiels ist. Aber es sieht jetzt erstmal danach aus. Ah, wir müssen auf den Server joinen. Okay. Ich würde sagen, ich suche jetzt mal eben schnell einen Server hier raus, der relativ viele Leute hat. Pangea Official Survival Official. Das klingt doch gut. Ich würde sagen, connecten wir einfach mal. Und dann bin ich sehr gespannt, was uns hier erwartet. Oh, das ging schnell. Welcome to Pangea Survival Official. In-game admins across for more information rules, bla 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 bla. Ja, was auch immer. Wähle deine Fraktion. Oha, okay. Was muss ich jetzt hier machen? Pflanzenfresser oder Fleischfresser? Wir gehen natürlich Fleischfresser, ne? So, was nehmen wir denn hier? Allosaurus, Carnotaurus, Keratosaurus, Dilophosaurus, Suchomimus, Tyrannosaurus, Utahraptor. Utahraptor nehme ich, glaube ich, mal als allererstes. Oder nehmen wir ein Allo? Ich glaube, wir nehmen mal ein Allo. Allo ist cool. So, wir nehmen einen männlichen oder weiblichen? Männlich, würde ich sagen. Kann man ansonsten hier noch irgendwas einstellen? Carnivore, Bite Force 5, 1100 Kilo, 30 km/h. Aha. Okay, ich glaube, viel mehr kann ich nicht machen. Ich glaube... Ah, jetzt kann ich Sachen einstellen. Wo ist der klein? Der ist ja winzig. Okay. Pattern Variation. Large, Medium. Okay, das ist einfach nur der Skin, wie der aussieht. Body. Ah, so kann ich auf den Body fokussen. Sehr, sehr interessant. Detail. Guck mal, hier kann ich sogar noch Sachen einstellen. Ich habe absolut keine Ahnung. Das sind wahrscheinlich die ganzen Farbkombinationen und so. Das würde ich sagen, lassen wir jetzt erstmal außen vor. Wir starten einfach mal ins Spiel. Oha, jetzt geht's los. Direkt in-game. Die Maus-Sensitivity ist einfach mal mega hoch. Ah ja. Okay, das muss ich mal eben einstellen, ganz schnell. Steuerung, Maus-Sensitivity. So, machen wir mal um die Hälfte reduziert. Boah, das sollte erstmal gehen. Ist immer noch ein bisschen schnell, aber passt schon. Okay, ich kann laufen. Hier kann man hier irgendwie die Render-Distance noch höher stellen, weil diese ganzen Gräser, die poppen so nach und nach auf. Das gefällt mir nicht so, muss ich sagen. Ich mache nochmal ein paar Einstellungen, dann bringe ich euch zurück. So, Freunde, das hat gar nicht lange gedauert. Ich habe ja sowieso schon alles auf Epic, also ich denke nicht, dass ich da noch irgendwas einstellen kann. Naja, müssen wir damit leben. Soll uns nicht weiter stören, aber... Ja, ist schon irgendwie hässlich, dass das alles so aufpoppt, muss ich sagen. Naja, ist ja immer noch eine Early Access, ne? Kann man ja immer bei allem als Ausrede benutzen. Okay, aber sehr interessant. Also grafisch sieht der Dinosaurier schon gar nicht so schlecht aus. Ich finde natürlich die Animation vom Laufen und so ist alles nicht ganz so smooth wie bei Jurassic World Evolution zum Beispiel. Man rutscht so ein bisschen, seht ihr das? Man slidet so ein bisschen über den Boden. Aber an sich ist das cool. Steuert sich auch sehr gut jetzt im ersten Eindruck. Oha. Okay. Ich kann auf jeden Fall rumbrüllen.
weiß jetzt nicht, was das einzelne Rumbrüllen bedeutet. Voice Chat gibt's auch auf T, glaube ich. Hallo? Hallo? Sehe ich das irgendwo? Keine Ahnung, ob die mich hören würden, die Leute. Wahrscheinlich nicht. Es geht jetzt vermutlich erstmal darum, dass wir überleben. Das heißt, wir müssen Futter suchen. Das angreifen. Das angreifen wahrscheinlich. Okay, wir müssen wahrscheinlich erstmal Futter und Trinken suchen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob man hier einfach ans Meer gehen kann und Salzwasser trinken kann. Wahrscheinlich nicht. Gehe ich zumindest mal von aus, dass das nicht funktioniert. Aber ich würde sagen, wir schauen uns jetzt erstmal hier ein bisschen um. Leute, ich höre hier irgendeinen anderen Dinosaurier. Wir sneaken uns jetzt hier erstmal an. Man kann auch hier so ein bisschen crouchen. Ist wahrscheinlich leiser, denke ich mal. Ich weiß gar nicht, was unten rechts diese Anzeige bedeutet. Kein blassen Schimmer. Ich habe mich auch vorher überhaupt nicht informiert zu diesem Spiel. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal Richtung Geräusch. Und gucken mal, ob das oder... Na, was sagt man denn? Man sagt eigentlich das bei Dinosauriern, ne? Und der Dinosaurier. Keine Ahnung. Ist auch egal, ob derjenige friedlich ist. Wahrscheinlich eher nicht. Ich würde wahrscheinlich auch nicht mal einen anderen Allosaurus erkennen. Weil hier bei The Eisel sehen die ja schon noch ein bisschen anders aus. Ich gucke den mal an. Ja, ein bisschen anders sieht er aus. Also bei Jurassic Park bzw. World hat er ja auch über den Augen so Kämme. Hat er hier gar nicht so doll. Wobei doch hat er. Hat er. Okay. Never mind. So, let's go. Oh, Musik startet. Ist das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Ich sneak mal lieber. Gruppeneinladung. Ihrer Gruppe beizutreten. Machen wir mal. Auch wenn das so Xing-Shang-Shong-Zeichen sind. Ah, jetzt sehe ich Leute. Guck mal. Jetzt haben wir Mates. Cool. Das heißt, ich habe jetzt zumindest ein Ziel, lebend zu den Leuten zu gelangen. Ich frage mich ja, wie das ist mit Fressen. Ob ich irgendwie auch Fleisch finden kann oder ob ich nur andere Spieler töten kann zum Fressen. Ich glaube, das wird als so ein Baby-Allosaurus ganz schön schwierig werden. Oha, jetzt gefällt mir gerade nicht, dass wir über so eine offene Steppe laufen. Das ist irgendwie schon so ein bisschen spannend, muss ich sagen. Hier einfach so durch den Dschungel zu stolzieren. Und um jede Ecke könnte irgendein großer Saurier lauern. Also, ja. Ich bin froh, dass die mir eine Gruppeneinladung geschickt haben. Weil so habe ich wenigstens ein Ziel, wo ich hinlaufen muss. Ich weiß aber nicht, wie weit die entfernt sind. Keine Ahnung. Bin auch ein bisschen vorsichtig. Guck mich immer ein bisschen um. Aber der Dschungel ist so tief oder so dicht, dass man echt kaum was sehen kann. Es könnte wirklich hinter jedem Baum irgendein großer Dinosaurier lungern. Ich habe übrigens mittlerweile rausgefunden, dass unten rechts diese Tatze, sage ich mal, wenn die leer ist, ist die Ausdauer leer. Und dann kann man die regenerieren wahrscheinlich, wenn man croucht, ein bisschen schneller, oder? Ne, jetzt sehe ich sogar so eine Trinkblase da. Oh, ich muss bald auch schon wieder was trinken. Ich hoffe, bei den Mates gibt's was zu trinken. Ja, nee, die hat sich jetzt gar nicht aufgefüllt. Die Ausdauer-Anzeige da. Dann ist es doch nicht so. Ihr könnt es mir auf jeden Fall mal in die Kommentare schreiben, was die Anzeigen genau aussagen. Ich bin sehr, sehr langsam. Kann gut sein, dass ich auch erstmal trinken muss oder sowas, bis ich wieder schneller laufen kann. Aber hier sieht es nicht so aus, als wenn es irgendwo in der Nähe Wasser geben würde. Aber vielleicht finde ich ja gleich so einen kleinen Tümpel oder See. Oh Leute, ich glaube, ich komme näher. Die Zeichen bewegen sich sehr schnell und ich höre Sounds. Okay. Kann gut sein, dass wir gleich bei denen sind, den Dudes. Ja, da sind sie. Oh Gott, die sind ja schon groß. Hello? Oh, wir können fressen. Ich glaube, wir haben Eltern gefunden. Cool. Aber die kommunizieren nicht wirklich mit uns. Die schreiben auch nichts. Oh, sind die schon riesig. Funktioniert denn das hier? Ah, ich muss eh gedrückt halten, okay. Jetzt sehe ich rechts meine Anzeige. Wir futtern uns mal eben voll. Okay, wir sind voll. Sehr gut. Oh, hier gibt es auch Trinken. Oh, die haben für alles gesorgt. I'm happy.
I have a family. Ist das nicht schön? Dann trinken wir mal. Na komm. Noch einmal trinken. Mit Papa und Mama. Okay. Jetzt ist auf jeden Fall schon mal für uns gesorgt. Wir haben Schutz. Wir haben Essen. Wir haben Trinken. Ich glaube, das ist ein ziemlich guter Start hier. Schimm mich mal hier neben den. Ich glaube, es wird auch dunkler. Guck mal, wir haben auch so eine Night Vision. Oh, guck mal, wie die Augen leuchten. Krass. Okay. Aber meine Anzeige da rechts ist ja auf jeden Fall schon mal wieder hochgegangen. Kann gut sein, dass ich mich ein bisschen länger ausruhen muss, damit das ganz hoch geht. Angry Natalie. Da hinten ist noch einer. Guck mal. Der hat auch so eine Krone. Ich denk mal, ist das der Name von dem oder ist das unser Alpha-Tierchen? Verbeugt mich auch mal. Ich weiß gerade nicht, was sie mir sagen will. Ja, was ist denn? Hallo. Was möchtest du von mir? Warum läufst du um mich rum? Eine gewisse Art und Weise kommunizieren wir gerade. Oh, da ist ein... Oh mein Gott! Jagen wir es! Holen wir es! Das ist ein Pflanzenfresser. Das ist ein Pachy, oder? Es läuft um sein Leben. Schauen wir mal Nightvision an. Oh Gott, es ist schneller als wir. Kriege dich, Pachy. Wenn es das Letzte ist, was ich tue. Nein, meine Ausdauer macht nicht mehr lang, aber seine bestimmt auch nicht. Er versucht mich abzuhängen. Ich krieg dich. Ich bin ein fieser Allosaurus. Du bist ein Pflanzenfresser. Scheiße. Nein, er läuft davon. Ich habe keine Ausdauer mehr. Shit. Ich gehe zurück zu meiner Family. Der erste Jagdversuch als kleiner Bursche. Ist schon mal fehlgeschlagen. Ich hoffe, ich schaff's noch rechtzeitig, weil es wird gerade immer dunkler. Okay. Meine Familie scheint jetzt einen Ausflug machen zu wollen. Die sind auf einmal losgelaufen. Ich laufe einfach mal hinterher, bevor sie weg sind. Ich habe aber nicht viel Ausdauer, das ist nicht gut. Das heißt, die könnten echt vor mir wegrennen, wenn sie das wollen. Ich hoffe, die warten auf mich. Please wait for me. Noch nicht so schnell. Oh Gott, ich werde bestimmt gleich gefressen, weil ich nicht hinterherkomme, weil ich mich nicht genug ausgeruht habe und weil ich den Pachy gerade gejagt habe. Es ist mittlerweile tiefste Nacht, also es ist mega dunkel, man sieht nichts ohne die Night Vision und die scheinen nicht viel Rücksicht auf mich zu nehmen, also die rennen hin und her, kreuz und quer. Ich habe absolut keinen blassen Schimmer, was sie vorhaben und die scheinen auch nicht auf mich zu warten oder irgendwas, also bin denen wohl egal. Naja, immerhin besser als ganz alleine hier durch die Wälder zu streifen. Okay, meine Freunde, ich habe eine Antwort. Control. Die scheinen meine Sprache nicht wirklich zu verstehen. Ich frage ihn, wie man jagt, und er sagt mir, wie ich crouchen kann. Ja, herzlichen Glückwunsch. Okay, ich kann mit meinen Eltern schon mal nicht kommunizieren. Das ist super. Oh nee, ey. Aber vielleicht, wenn die nicht so viel mit mir kommunizieren wollen, kann ich zumindest die Obhut von denen ausnutzen und etwas heranwachsen. Und wenn ich dann etwas größer bin, kann ich mich auch alleine ein wenig verteidigen und jagen und sowas. Aber so klein, wie ich gerade bin, geht hier, glaube ich, gar nichts. Growth. 061 von 08. Okay, ich glaube, dann habe ich den nächsten Status erreicht, sozusagen, von meinem Wachstum. Aber ich weiß gar nicht, wie schnell das hier vorangeht. Und wie schnell nicht. Ist wahrscheinlich auch eine Server-Einstellung, gehe ich mal stark von aus. Können ja mal drauf achten. 061 versuche ich mir mal zu merken. Oh, das ist ein Beutetier. Okay. Jetzt wird gesnackt, Freunde. Ich glaube, sie haben schon erlegt. Aber ich kann es nicht erkennen. Ich hoffe, wir können das jetzt überhaupt
Warum rennt meiner die ganze Zeit? Oh nein. Sag mir nicht, dass wir das nicht essen können, weil das im Wasser ist. Oder hat er das jetzt alleine weggesnackt? Ihr habt das aber gesehen, ne? Im Wasser läuft er die ganze Zeit automatisch. Was geht denn hier ab? Ich bin angeblich unter Wasser, oder was? What the fuck? Habt ihr das gesehen? Da war so eine... Ich kann dir das nicht essen, das Beutetier. Ich bin angeblich unter Wasser. Da geht so eine Luftanzeige raus. Ja, ich bin mega unter Wasser. Ich auf jeden Fall keine Luft mehr. Ah, shit, ey. Ich dachte, vielleicht können wir uns da auch was von absnacken. Also entweder ist das jetzt einfach ins Wasser geglitscht, das Tier. Oder die hat das mit ein, zwei Hubs aufgefressen. Ich hab da gerade Fußstapfen gehört, oder? Ja, da ist was. Aua. Aua. Mein eigenes... Ich glaube, ich bin ihn einfach in... Ich glaube, ich bin einfach in seinen Weg gelaufen. Meine eigene Familie hat mich umgebracht. Wow. Aber Leute, das war... Ich glaube, die fressen mich gerade. Aber Leute, das war mein erster Eindruck von die Eisel. Ich muss sagen, es war wirklich ein schönes Feeling. Also es hat wirklich Spaß gemacht. Und es war wirklich so ein bisschen spannungsgeladen, aber das liegt wahrscheinlich auch sehr daran, dass ich noch total unerfahren bin mit dem Spiel und dass alles total neu war. Aber ich werde auf jeden Fall das Spiel weiterspielen und noch ein bisschen ausprobieren. Es hat echt Spaß gemacht. Vielleicht beim nächsten Mal eine andere Dinosaurierart oder sowas. Ihr könnt mir ja auf jeden Fall mal ein paar Tipps in die Kommentare unten schreiben. Und falls es euch gefallen hat, würde ich mich selber ein Like freuen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Euer Dandy.